Fasst man alle Theorien zusammen, sieht die Welt aus der Sicht der Verschwörungstheoretiker ungefähr so aus. Die politischen Machthaber sind in Wahrheit außerirdische Reptilienwesen und Juden, jüdische Reptilien-Aliens. Gefährlich. Das wusste schon Adolf Hitler, der die Juden deshalb umbringen wollte, weil sie den Planeten erobern wollten. Der Holocaust war also nur Notwehr, hat aber in Wahrheit nie stattgefunden und wurde stattdessen von den Juden erfunden, um die Deutschen schlecht dastehen zu lassen. Die Nazis sind daraufhin nach dem Zweiten Weltkrieg, der aber eigentlich noch gar nicht zu Ende ist, mit selbstgebauten Reichsflugscheiben auf die dunkle Seite des Mondes geflüchtet. Was schon damals in den 40ern kinderleicht war, denn immerhin leben wir in einer Hohlwelt und der Mond ist in Wahrheit nicht 400.000, sondern nur 3.000 Kilometer entfernt. Was bedeutet, dass die Entfernung Mond-Erde geringer ist als von Berlin nach Gran Canaria. Die Mondlandung der Amerikaner hingegen, zwei Jahrzehnte später, war natürlich trotzdem technisch unmöglich und nur im Studio gefälscht. Die konkurrierenden Russen haben nur deshalb nichts gesagt, weil sie hinter unserem Rücken gemeinsam mit den USA arbeiten. Zusammen sprühen sie mit Flugzeugen Chemikalien auf uns, die uns langsam umbringen sollen. Aber Putin ist trotzdem der Beste. Wir sagen, damit muss Schluss sein.